Deutsche Bahn läuft da beim Bauernhaus hier heute Mittwochmorgen. Gülle führen ist angesagt. Ich will da mein Gülle-Lok vor dem Winter noch leeren. Ja, damit da über den Winter genug Platz ist. Und ich werde auch im Winter um die 200 Kubikmeter Presswasser aus einer Biogasanlage übernehmen. Ich habe da einen Vertrag. Wenn Sie im Winter zu wenig Platz haben, werden Sie das zu mir führen in mein Loch und ich nehme das im Frühling wieder raus. Aber dafür muss Platz sein. Ich gülle da auf meine Gründüngung, Phacelia ist da gesät. Liebe Freunde, da neben dem Güllefass ist auch noch der Mistzetter bereit. Ich habe einen kleinen Miststock, der muss dann auch noch raus. Aber zuerst will ich da das Gülleloch leeren, so weit wie möglich. Jawohl. Ja, ich fülle da in meinem Phacelia Gründüngung, die schön, sehr schön gekommen ist. Auch sehr hoch, wenn man da sieht, kniehoch oder noch mehr. Und dichter Bestand. Ja, liebe YouTube-Freunde, da beim Vent liebe ich speziell beim Gülleführen die Speichertaste hier. Da gebe ich nur mit diesem Knopfdruck volle Geschwindigkeit und muss da nicht auf das Pedal drücken. Der beschleunigt auf 42, 43 Stundenkilometer. Und wenn ich da wieder drücke, geht die Feldgeschwindigkeit raus oder ich bewege den Joystick oder ich berühre das Bremspedal oder das Fahrpedal, da fällt die Geschwindigkeit raus. So, letztes Fass, Gülleloch leer. Jetzt muss Fass gereinigt, innen ausgespült werden und zurückgebracht werden. Und dann wird sofort Mistkram geholt, Mistzetter angehängt, Mist ausgebracht. Ich zeige euch da nochmal was, jetzt sieht man es gut. Die hintere Achse läuft um Kurven herum nach. Und zum Rückwärtsfahren kann ich die hydraulisch sperren, damit ich da rückwärts fahren kann. Und darum läuft das Fass in der Kurve auf der vorderen Achse und ziemlich genau hinter dem Traktor. Also man kann ganz sehr gut da enge Kurven fahren mit dieser Steuerung. Ist auch sicher pneuschonend. Obschon ich sehe, das vordere Rad hier, der Pneu, ist stärker abgenutzt als da beim hinteren. Sieht man es? Ich denke, diesen Anfangswinter oder so werde ich da mit meinem Kollegen, mit dem Bernhard, da die Räder tauschen. Das vordere nach hinten, hintere nach vordere vorn, damit sie da ein bisschen gleichmäßig ablaufen. Plötzlich haben wir hier vorne kein Profil mehr und hinten ist noch Profil. Ja, übrigens da wieder ein schöner Herbsttag. Vorher gesagt war Regen, damit ist da nichts geworden zum Glück, so konnte ich noch Gülle führen. Wollen wir schauen, ob Donnerstagmorgen hoffentlich es auch noch schön ist, um da den Mist fertig rauszuführen. Fass mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Ich habe 9 Fass, 8 Kubik, gibt 72
Kubik rausgebracht und mein 311er hat dabei 17 Liter Diesel gebraucht. Es ist jetzt 16:30 Uhr. Mit starte ich noch Mist laden. Ja, wenn es dunkel ist, geht das nicht so gut. Man sieht das Streubild, das sieht es nicht. Man weiß nicht, recht, wann er leer ist. Man sieht nicht viel. So, Feierabend. 10:50 Uhr.